Yo Leute, willkommen zurück zu Pokémon. Ja, wir müssen, haben in der letzten Folge den Rat bekommen von dem Linus, dass wir unser Team noch etwas verbessern sollten. Jetzt haben wir hier einen Mirabler. Das Rattler ist auch Wasser. Okay. Bringt also gar nichts, alles klar. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich Tackle einsetze. Weil ich jetzt irgendwie keinen Bock habe, dann jetzt irgendwie noch... komm schon, ich sterbe. Ich will nämlich jetzt nicht wieder in dieses... was auch immer reinkommen. Ich habe auf jeden Fall gespeichert. Aber komm, das nutzen wir. Wir haben genug Geld. Wir nehmen jetzt hier schön Potion. Oh, HP ist wieder da. Dann Fight und Scratch. Ah, bringt jetzt nicht so viel. Jawohl. Sehr schön, da haben wir es geschafft. Jawohl, Level 5. Leech Life, ich weiß nicht, was das bedeutet. Jetzt muss ich mal ganz vorsichtig hier zurückgehen, hier. Ich... ah, kritisch. Was ist das denn? Das Pokémon kenne ich gar nicht. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier alles wegcutten. Oder was heißt wegcutten? Alle Pokémon, vor allem Pokémon flüchten. So. Moin. Hallo und herzlich willkommen in Pokémon. Wir halten deine Pokémon in der Topfit. Ja, hier, nimm alles, was ich habe. Ich will noch nicht gegen ihn antreten. Oder zumindest vorher speichern. Falls wir wieder in diesen. Dieses, was auch immer. Also ich speichere jetzt nochmal. Jetzt haben wir nämlich unsere Pokémon geheilt. Geht da hier immer relativ fix. Ich mal reingucken, was es hier so zu holen gibt. Nur mal gucken, was die für ein Level sind. Bevor du Linus herausforderst, musst du mal mit uns vermeiden. Ach, hier wieder die Kurzhosen-Gang. Markus. Janma, Level 4, 7. Okay, das müsste eigentlich gehen. Aber... er hat da wahrscheinlich wieder solche Tiere mit dabei, so weiß ich was. Ne, die so ein bisschen kacke sind. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir noch unser, keine Ahnung wie es heißt, bisschen trainieren. Also so ein Chigi auf Level 16 wäre schon mal chillig. Und dann will ich ja mal googeln, wie dieses andere Pokémon heißt. Wenn das nochmal auftauchen sollte, dann google ich das mal kurz, wie das auf Deutsch heißt. Und wann es sich entwickelt und zu wem es sich entwickelt. Jawohl. Du bist echt stark, wir haben 112 Pokémon gewonnen. Ich will nochmal den hier herausfordern, dass wir noch ein bisschen Herausforderung, ein bisschen EP bekommen. Und dann noch von dem Geld, was wir den abziehen. Spinpark. Von dem Geld nochmal ein paar Tränke kaufen. Ja. Oh, ich hasse diese Attacke, die geht mir so auf den Sack. Ja, wahrscheinlich... ach ja, war klar. Das muss ich gucken, dass wir mit dem hier hoffentlich nicht verlieren. Ich weiß nicht, was das ist und ich will es auch nicht jutzen. Jutzen wahrscheinlich. Jusen. Nicht, dass das irgendwie jetzt nach hinten muss. Jawohl, Level 6. Ah, fuck, der hat noch einen Burmi. Oh Gott, ich hab verloren. Ja, das geht nicht, weil er sich selbst beschützt, ich weiß. Aber ich hoffe, ich verliere das jetzt nicht. Ja, es zieht auf jeden Fall ungefähr gleich ab. Ich hoffe, Brumi hat...
versuche das jetzt einfach. Ich weiß jetzt nicht, was das... Oh, hoho. Oh. Wir haben einen HP dazu bekommen. Egal, ich use es nochmal. Zack. Jetzt use ich noch einmal... Hier, Switch ist, glaube ich, Kratzer. No, er used Tackle. Jetzt werde ich nämlich meinen Trank nutzen. Das ist zwar jetzt übel Sicherheit, was wir gerade hier spielen, aber... Critical Hit. Jetzt müssten wir eigentlich gewinnen. Glück gehabt, dass der nur so einen Wurm hier hat und nicht irgendwie einen, der dann auch weiß ich was macht und es dann am besten noch vergiftet oder so. Jawohl! Dieses Pokémon ist echt unbrauchbar mit seinem Kratzer. Ich würde gerne noch einen Flug-Pokémon fangen. Dieses... Ich will mal Dusselgur sagen, weil ich weiß nicht, ob es das echt ist. Falscher Laden. Ja, doch konkurrenzfähig. Ich google jetzt, ob das echt Dusselgur heißt. Moment. Dussel... Bis bald. Oder mit WASD kann man nicht steuern. Dussel... Gur. Das könnte halt echt ein Dusselguch sein. Entwickelt sich auf Level 21. Zu... Navitaub. Ich wusste irgendwas mit Taube. Hier im Wald wird es starke Käfer geben. Naja, so stark sind sie jetzt nicht, aber... Gut. Schließlich gehe ich jetzt in den Wald rein und dann kommt mir da irgendwie ein... Keine Ahnung, Glurak entgegen oder so. So, jetzt will ich erstmal hier dieses fangen. Ach, jawohl. Das doch, Pidoof, das ist safe in Dusselgur. Ich schmeiß einfach jetzt einen Pokéball, nicht, dass ich es nachher wieder töte oder so, weil Shigi ist ja schon ziemlich stark. Oh no, it broke free! Ich werde das jetzt so oft... Warte mal. Back. So. Einfach... Ein paar Mal drauf werfen, das muss ja irgendwie drin bleiben, ist im Level 3. Level 3 und tschack, jawohl, wir haben es gefangen. Eigentlich wollte ich Marcel irgendwie ein anderes Pokémon widmen, und zwar ein Pikachu. Aber jetzt muss eben dieses Dusselgur herhalten. Oh, Marcel. So. Jetzt können wir es auch noch benutzen für neue Kämpfe. Oh, ein Hornliu. Ich werde jetzt so lange hier kämpfen, bis wir jetzt mindestens unser, ich sag mal jetzt einfach Dusselgur, wenn es falsch ist, verbessert mich bitte und klagt mich an, bis das auf Level 10 ist. Oder zumindest eins von diesen beiden Pokémon auf Level 10 ist. Weil das schon ziemlich lange dauern könnte. Oh, hier, Ninkada, das entwickelt sich doch safe, das ist so ein Ninja-Pokémon, das google ich jetzt auch. Ninkada. Pokewiki. Das heißt da sogar echt Ninkada auf Deutsch. Und entwickelt sich auf Level 20 mit maximal 5 Pokémon und einem Pokéball. Also entwickelt sich zu. Hä? Ninjask oder Ninjatom? Weil Ninjatom ziemlich cool finde ich, steht. Mit maximal 5 Pokémon im Team und einem Pokéball. Ja, man kann doch nur. 5 Pokémon mitnehmen, oder? Und Pokéball habe ich ja wohl dabei. Egal, erstmal besiegen. Ach so. Anstatt nach zum Ninja-Turm im Team, daher darf man jeder Spieler nur maximal 5 Pokémon dabei haben und benötigt mindestens einen Pokéball. Deswegen muss man sich um einen normalen Pokéball handeln, dann wird sich dieser. So sind wohl Nens als auch. Aha! Also! Wir bekommen ein
Ninjask auf jeden Fall und dann noch ein Ninjaturm, falls wir maximal 5 Pokémon im Team haben und eine Pokéball. So, habe ich das jetzt verstanden? Jetzt habe ich das Level nicht mehr. Warte mal, jetzt muss ich mal das Level nochmal nachgucken. 20. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ach, man kann 6 mit haben. Okay, ich dachte mal 5. Stimmt, ja, es stimmt, es waren immer 6. Gut, wir haben 3 im Team. Das heißt, wenn wir jetzt unser. Wobei. Ja, warte mal. Das ist ein Käfer-Pokémon. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall unser Dusselgur ein bisschen trainieren. So, zumindest auf Level 5. Und Shiggy, glaube ich, sogar noch entwickeln. Das wäre, glaube ich, ziemlich gut. So, mal gucken, was der jetzt kann. Okay, Windhose. Ah, ist aber super effektiv. Das heißt, wir müssen unseren Dusselgur oder unseren Marcel wirklich trainieren. Das wäre mal ein bisschen was. Ja, rasiert, sag ich mal. So, fast Level 4. Also so Level, wer hat Level, so Level. Ja, komm, Level 8 auf jeden Fall. Könnt ihr eigentlich auch offscreen machen, aber ich lasse das noch mal. Ich mach das mal hier schön mit euch zusammen. Erzähl aber eine nette Geschichte. So ist es super. Auf jeden Fall hätte ich gerne einen Ninjask und einen Ninjaturm. Das heißt, wenn wir Level, wenn unser Ninfgaarda Level 19 ist, auf jeden Fall so sind, dass wir einen Pokémon. Ach, der ist erst Level 4. Okay. Als ob der direkt zu 2 Level aufgestiegen ist. Ja. Gut. Oh, Level 5. Umso stärker die Pokémon, umso mehr EP. Das ist auf jeden Fall gut. Und Ninjaturm ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Unterschied zwischen diesen paar Pokémon an sich gibt, ob sie noch andere Attacken lernen können oder so. Aber ist egal. Das geht da echt relativ fix, ne? Schön, zack, Level 6. So. Hoffentlich kommt mir ein bisschen stärkeres Pokémon. Ah, jawohl, Hornio auf Level 6. Ich glaube, es reicht sogar, wenn wir das auf Level 7 trainieren. Dann machen wir noch hier beim Arena-Kampf. Wenn wir zuerst Dusselgur einsetzen und dann. Dann Shiggy. Und alle Stricke reißen, dann halt noch diesen anderen hier. Ninjaskada oder so. Das sollte hinhauen. Jawohl, Level 7. Ach komm, Level 8 ist noch drin. Ah, Level 8 ist noch drin, auf jeden Fall. Ah, ein Saftkorn. Kann, glaube ich, übrigens keine Attacke, wenn man das fängt. Ist extrem abfuck. Ja, er kann nur Härtner und das ist halt echt nervig. Super effektiv. Jawohl. Jawohl, Level 8. Und wir haben leer gelernt, was auch immer leer ist. Und ja. Schon wieder ein Saftkorn auf Level 6. Aber wir sind auch schon Level 8. Level 8 ist schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt nehmen wir die mal easy so alleine. Okay, noch geht's gut. Wenn wir ein Pokémon besiegen, zack, kriegen wir ein halbes Leben drauf. Ich glaube, ja, die waren ja Level 8, die ersten da. Ich denke, so Level 9, Level 10 sind wir denen auf jeden Fall überlegen. So, Level 9. Jetzt wird schon weniger, aber jetzt kommt ein Level, das kriegen wir noch hin. Und dann machen wir auch erstmal einen kleinen Cut. Ach, oh, Level 3. Das war ich auch mal. Vor 3 Minuten. Wenn überhaupt. Gut. Jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel bekommen. Ach, hier, dieses Pilzding. Fungus. Könnte man ja eigentlich mal fangen. Aber ich habe keine Ahnung, was das bringt oder was das für ein Pokémon ist. Ist aber, glaube ich, von Pokémon
Sonne und Mond ist es nicht, dann ist es glaube ich von Schwarz und Weiß. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Das könnte auch von Pokémon Sonne und Mond sein. Habe ich noch nie gespielt. Will ich aber gerne spielen. Irgendwie sind die ganzen Pokémon nicht mehr ganz so stark. Aber Level 10, wie gesagt, Level 10 ist noch drin. Wenn ich... Oh, ein Knufensa! Boah, geil. Das sind, wenn das, wenn ich das jetzt hier nicht tot mache, dann fange ich mir das. Okay. Das war ja mehr als direkt tot. Wie gesagt, ansonsten schaltet einfach schon ab, wenn es euch das nicht mehr juckt, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen rumhampeln. Und dann sehen wir uns später wieder. Aber die anderen, bleibt noch dran. Wir haben es gleich geschafft. Bringt mir Watchtime und euch Spaß. Und Herrn Daro... Aufmerksamkeit, jawohl. Weil er echt ein schönes Spiel gezaubert hat. Das muss man nicht, kann man nicht anders sagen. Er ist Level 6. Das ist ein bisschen... jetzt ein bisschen kritischer hier. Herr Daro wird auf jeden Fall auch nach einem Pokémon, also ein Pokémon wird nach Herr Daro benannt. Ich weiß noch nicht welches. Muss ich mal gucken. Ja. So, und da ist Level 10 erreicht. Und damit sage ich, Freunde, wieder schauen und reingehauen. So, safen und tschüss.